Sagomaschkapelle und willkommen in Jugendheim, respektive in Seeheim-Jugendheim. Heute besuchen wir mal das Schloss Heiligenberg. Da geht es jetzt hier vorne in so ein Tor hinein und dann geht es nur auf den Berg. Und dann erzähle ich euch vielleicht ein bisschen was, was ich über dieses Schloss so weiß. So, dieses Schloss wurde, wie so viele Schlösser, natürlich von Adligen erbaut. Wer hätte es gedacht? Natürlich geht es in Serpentinen hinauf. So, irgendwann hat auf diesem Schloss auch die Zarenfamilie des öfteren mal die Sommerfrische verbracht. Ich glaube, so nennt man das. Und zwar zu einer Zeit, in der die Herren von und zu Battenberg die Herrschaft über dieses historische Gemäuer übernommen haben. Und die von und zu oder mit Battenberg waren ja die späteren Mountbatten sehr eng verbunden mit dem englischen Königshaus. Das heißt also, unsere hessischen Grafen hier sind dann irgendwann auf die Insel sozusagen. Später war das Ding dann irgendwann mal so eine Art Feldlazarett. Und nach dem Krieg, also nach dem Zweiten Weltkrieg irgendwann, hat es zum Darmstädter Pädagogikinstitut gehört. Jetzt sehen wir das Ding mal von vorne. Hier unten gibt es ein bisschen einen Teich. Und in dieser Zeit als pädagogisches Institut oder Pädagogikinstitut war ich während meiner Studienzeit auch des Öfteren mal hier zugange bei irgendwelchen Seminaren oder Vorträgen oder was auch immer. So, das Ganze hat einen weitläufigen Park, eine weitläufige Parkanlage. Und hier sind auch ein paar Parkplätze, so ein bisschen im Schatten vielleicht. Und da gucken wir mal, ob wir hier mit der Drohne irgendwas anfangen können oder was wir sonst noch von dem Ding so sehen. Ich muss natürlich gestehen, dass ich tatsächlich gestern schon hier war mit meiner Freundin und habe mir das mal angeguckt mit ihr zusammen und habe dann kurzerhand mich entschlossen, weil heute so schön Wetter ist, dass ich mir das heute mal mit dem Moped aus der Nähe anschaue und euch mal daran teilhaben lasse. Natürlich ist aufgrund der aktuellen Situation sowohl das Café als auch das Schloss geschlossen. Deshalb heißt es ja Schloss. Aber man kann so ein bisschen rumlaufen, sich was angucken und wie gesagt, mal gucken, ob die Drohne in die Luft geht oder ob hier irgendeiner rummosert. Bis später. So, wie gesagt, gestern war der Innenhof des Schlosses verschlossen, aber heute ist er offen. Auch schön. Thank you.
Ja, das ist so mega, oder? So, das war also der Besuch auf dem Heiligenberg. Und zwischendurch dazu gestoßen vor mir der Axel. Und der Axel führt uns jetzt durchs Stettbacher Tal. Und der Axel ist einer jener Biker, die ich für die Videoreihe Rider Stories Odenwald verpflichtet habe, als Freiwilligen sozusagen. So, wie gesagt, der Heiligenberg, ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Ich zeige euch jetzt noch einmal den Ausblick hier, wenn es auch lauter Bäume hat. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Wir singen.